Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru, heute mit der doppelten Ladung Müllermilch und zwar mit einer Müllermilch Saisonsorte Karamellschock und noch einer Müllermilch Saisonsorte Nuss-Nougat-Creme. Das ist nicht so Nuss-Nougat-Creme, nicht Nuss wie Mousse. Das klingt doch wie flüssiges Nutella, oder? Hammer abgefahren. Die beiden Sorten klingen nicht nur geil, sondern die haben auch ordentlich Umdrehung. Ich habe nämlich schon mal bei den Nährwertangaben geguckt, die gibt es nochmal auch am Ende des Videos. Aber ich kann schon mal verraten, dass die Karamellschock ist hier der Gewinner an Kalorien, 80 Kalorien auf 100 Milliliter. Das heißt, wenn ich mir die ganze Flasche gleich reinziehen würde, wäre das so ein Cheeseburger von McDonald's oder Burger King. Es hat schon ordentlich Umdrehung, aber wir wissen auch, die Umdrehung lohnt sich, weil die Sachen einfach mega geil schmecken, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nuss-Nougat-Creme nicht geil schmeckt, denn das hat 75 Kalorien, sogar noch weniger als Karamell. Und wir fangen auch mit der 75-Kalorien-Variante mal an. Achte auch auf meine Figur. Oder nicht? Nee. Ich halte mal die Nase rein. Ich finde ja alles, was bei Müller so mit Nuss und Schokolade daherkommt als Sonderedition, das geht. Das erinnert mich irgendwie zu sehr an die normale Müller Schokomilch. Und hat ganz, ganz selten einen eigenen, richtig geilen Geschmack, muss ich sagen. Ich habe schon einiges hier getestet. Und jetzt testen wir mal die Nuss-Nougat-Creme. Und die hat wirklich eine ziemlich geile, nussige Sorte. Also schmeckt nicht nur einfach so wie Müller Schokomilch, sondern wirklich geil nussig. Erinnert mich so ein bisschen an Nocciola. Kennt ihr die Sorte, diese grüne? Aber Nuss-Nougat-Creme, da denken wir an Nutella. Es schmeckt nicht ganz wie flüssiges Nutella. Ist ja natürlich ein Megatraum, oder? Aber es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten, ja, würde ich dir mal stolz 9 Punkte geben. Ist wirklich lecker. Saisonsorte Nuss-Nougat-Creme, 9 Punkte, schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Ist immer noch sehr nah dran an der Müller Schoko. Das ist ja auch eine klassische geile Sorte, aber hebt sich so ein bisschen ab durch die leichte Nuss-Nougat-Creme-Note. Aber wirklich nur eine leichte. Einmal durchgespült und jetzt kommt Karamell Choc, der Gewinner der Herzen, der Gewinner der Kalorien. 80 Kalorien, boah, krass, das riecht wirklich sehr, sehr eigen. Irgendwie sieht das alles gleich aus von der Farbe, aber der Geruch ist schon sehr, 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 sehr anders. Kennt ihr Schokomel aus Holland? Fällt mir gerade mal gespannt, ob das da rankommt. Nee, kommt nicht an Schokomel rein, das ist schon krass, dieses holländische Zeug, aber es hat eine sehr sanfte, karamellige Note. Wow, schmeckt, will ich gerade, was mir besser schmeckt, das Karamell oder was? Oder Nuss-Nougat? Nee, ich muss sagen, Karamell, bei Karamell kann man eigentlich noch mehr rausholen, finde ich, so vom von der Intensität her, da finde ich das Nuss-Nougat schon ein bisschen besser gelungen. 9 Punkte bleibe ich bei Nuss-Nougat, 8 Punkte für Karamell-Choc. Da müsst ihr beide mal probieren. Ich finde, die wirklich sind sehr interessante Sorten. Wer Müllermilch mag, Schokolade und Nocciola, werdet die beiden Sorten auf jeden Fall lieben. Ihr Lieben, das war das Video. Hier oben den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bleib sitzen, Emmy. Bleib ruhig sitzen, muss nicht runtergehen. Ich gehe einfach nach neben. Ich gehe nach neben an. Wenn du daneben sitzt. Ja. Bleib ruhig sitzen. Fandst du die Müllermilch? Wie fandst du die Müllermilch? Ah ja.